in diesem Blauer. Ja, und vor allem der blaue Fahrer rechnet ja überhaupt nicht damit. Schau dir diesen Einschlag an. Und wie dieser Pickup, das ist ein Duelli, also ein großer, nach vorne katapultiert wird. Der natürlich nicht angeschnallt ist, ja, der da schaut und dann liegt da das Wrack und dann steigt der Montoya aus dem Auto und schüttelt den Kopf. Wahnsinn. Humpelt? Ja, klar. Ich meine, schau dir das Auto an, die linke Seite, mit der Fahrerseite ist er da eingeschlagen, der hat ja sowas von einem Saudusel gehabt. Und wir waren ja gerade eben in diesem kurzen Zusammenschnitt, was passiert ist. Und da sitzen wir auf einmal da und denken, Moment, Montoya, den hatten wir ja noch gar nicht in dem Rennen. Aber jetzt hat man, glaube ich, zumindest das Feuer unter Kontrolle. Ja, also entweder sitzen wir jetzt hier dann noch bis 5 Uhr in der Früh oder man bricht das hier ab. Schauen wir uns mal den Stop von Juan an. Da wird schon geguckt. Vibrationen hat er gemeldet. Wir kriegen den Reifen da nicht richtig drauf. Auto ist längst betankt. Hier, da sehen Sie diese Tankkanne mit dem Catchschlauch, aber das ist jetzt unwichtig. Und dann schicken Sie ihn wieder raus und dann nimmt er natürlich auf der Gegengerade entsprechend Fahrt auf, um aufs Feld wieder aufzuschließen. Da gibt es nicht die Regel, in einem gewissen Speed zu fahren, wie das bei der Formel 1 der Fall ist. Und dann knallt der in diesen Truck hier rein. Wahnsinn. Der ist in die Safer Barrier gedrückt worden und dann zurückgeflogen. Und das ist das Wrack des Montoya-Autos. Da läuft immer noch Benzin runter. Schauen Sie hier, das ist jetzt mittlerweile gelöscht. Puh. Das war jetzt eine richtige Schrecksekunde, ja. No, something like this happens. You can't imagine that something just coincidentally his car would break right when he was by those jet dryers. Such a sad scene. Glad to see the safety worker got away and Juan walked away as well, but tragedy. Stellt ihr auch sicher, dass das Wichtigste ist, dass sie alle davon gehen konnten. Earlier in the race when things got pretty heated early. Also, schauen wir nochmal zurück. Runde 2, der erste Paukenschlag, als es noch keiner erwartet hat von uns. Der Einschlag von Jimmy Johnson. Und früh aus dem Rennen gerissen worden, genauso wie Danica Patrick. David Dragon ebenfalls draußen gewesen und auch Trevor Bain. Tja. Dann die ersten Ausfallerscheinungen. Der erste, der mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen hatte. Jeff Gordon, der vierfache Champion, der in den letzten Jahren von Jimmy Johnson ein bisschen in den Schatten gestellt wurde. Und dann diese hanebüchene Situation. Etwas, das an Montoyas Auto kaputt gegangen ist. Da sind wir uns ziemlich einig. Und dann hier in diesem Truck eingeschlagen ist. Und Gott sei Dank sowohl Montoya als auch der Truckfahrer sich vom Wrack, vom brennenden Wrack entfernen konnten. Das ist ein teurer Haufen Eisen für Genesi. Dave Blaney führt vor Landon Kissel und Tony nicht mehr in der Führungsrunde. Tja, die Überreste von Montoyas Chevy, Bernard Genesi Auto, gehört Chip Genesi. Ja, und da wird Chris Roy, der Crew Chief, mit seinen Mannen einiges zu tun haben, um das Auto wieder aufzubauen, wenn es überhaupt wieder aufbaubar ist, beziehungsweise zu retten, was noch zu retten ist. Ja, wir haben jetzt zwei Alternativen. Entweder man sagt hier, Freunde, das können wir knicken hier, das wird nichts mehr. Und beendet das Rennen so hier
Das ist das Worst-Case-Szenario, denn das wollen die NASCAR-Oberen nicht. Man will ein Rennen, dass es zu Ende gefahren wird. Und da wird alles unternommen. Und das blüht uns jetzt hier im Augenblick auch so ein bisschen. Und dann können wir auch eventuell in Richtung der 6 Stunden gehen, die dieses Rennen schon mal gedauert hat. Allerdings war das ein Rennen, das zur Normalzeit gestartet wurde. Hier reden wir davon, dass ja 7 Uhr Ortszeit hier die Motoren gezündet wurden. Also, so etwas wurde hier in der NASCAR-Geschichte auch noch nicht erlebt, wird uns hier auch bestätigt. Ein weiteres Kuriosum in der Daytona 500-Geschichte. Das nochmal die Bilder, dass hier alles noch richtig am Brennen war. Ja, und das wäre ein Sensationserfolg. Wie gesagt, für Dave Blaney wäre es, glaube ich, der erste Sieg überhaupt. Ja, wir werden auch per Mail immer wieder angeschrieben, dass wir hier zum Teil vom Ton her ein bisschen asynchron sind. Das kann eventuell auch mit der Übertragung ein bisschen zu tun haben, mit dem Bildmaterial. Sehen Sie es uns bitte nach den Problemen, die wir gestern hatten, dass wir hier im Prinzip ja Ihnen überhaupt kein Rennen zeigen konnten. Denke ich mal, leben wir jetzt einfach mal damit. Ja, und auch eine Frage dahingehend, Vergleich Sprint Cup und Nationwide Series. Der Jacques hat es ja vorhin schon mal angesprochen, die Nationwide Series. Von der Optik her sieht das alles relativ gleich aus, aber über einen Luftmengenbegrenzer wird hier die Leistung auch beschnitten. Man redet hier von etwas über 100 PS, also uns Laien würde von den Fahrleistungen hier wahrscheinlich nicht mal groß was auffallen, wenn wir mit so einem Auto unterwegs wären auf so einem Parcours. Und es gibt viele Fahrer, die auch zwischen beiden Serien wechseln. Also 36 Rennen im Jahr sind den Herrschaften zum Teil nicht so viel. Wie gesagt, geht es hier auch um relativ viel Geld, das hier verdient wird. Kann man sich gut ausrechnen, wenn man weiß, dass man sich nur hier für den Spaß in der 100. Runde zu führen, $200.000 das wert ist. Die Herrschaften werden auch die sogenannten Bushwhacker, Buschklopfer genannt, werden nicht unbedingt geliebt, denn sie nehmen den Nachwuchsfahrern in der Nationwide Series oft die dringend benötigten Preisgelder weg. Wenn sie ihnen gute Positionen wegnehmen in den Rennen. Ja, wird ein bisschen beäugt. Man versucht natürlich hier immer vom Regularium her anzupassen, Neuerungen einzuführen, wenn man merkt, es verändert sich etwas in der Serie, es wird etwas langweiliger. Also, das Mayhem zum Ende, wie man so schön sagt im Englischen. Ein Rieseneinschlag von Montoya im Blower, der die Strecke eigentlich nur sauber machen sollte. Dem ist quasi der Himmel auf den Kopf gefallen, Jack, ja, als der da das Ding sauber gemacht hat. Und was ich wirklich ausschließen kann, auch wenn wir in der Analyse zeitlupentechnisch nicht gut bisher bedient wurden, ist, dass Montoya einen Unsinn gemacht hat. Ja? Das ist einem Profi niemals zu unterstellen, dass der da irgendwie einen Unsinn baut über das Apron, über diese gelbe Linie hochkommt, das Auto vielleicht verliert, so wie das Auto weggebrochen ist, ausgebrochen ist,
können wir das definitiv ausschließen. Vielleicht gibt es ein Interview mit Montoya. Gehen wir zum Spotter hoch. What's your driver saying? You're in a pretty good position right now. Yeah, I mean, it, you know, thank goodness Juan's okay and the safety workers are all right. But, you know, I hope we get the race, you know, back going. It's been a long, long week, a lot of issues, a lot of wrecks, a lot of stuff. But, you know, I just told Roger Penske, I said, you know, we've lost a lot of races, but I'm sure I didn't win one ever like this. But, you know, the 36 Chevrolet, Ali Bargain Outlet, car's been awesome all day. We've just been hanging out. You know, just trying to stay out of trouble, and we decided at the last minute to stay out, try to lead a lap for a point, and stay out till one to go, and then come in top off, so we're good for our green-white checkers. And unfortunately, something happened to Juan's car there in turn three, but we'll see what happens. But right now, do you feel like if it does go back green, you say you're going to come back down pit road, but can you get back up there and possibly put yourself back in position to wind up winning this thing? Yeah, I think we can. I mean, we've been strong all week long and just been trying to stay out of trouble. You know, we got a little race team here, and we're just trying to stay out of trouble, and hopefully we get a good finish at the end of the day. Trying to stay out of trouble. We've been talking about it. To win it, you got to be around at the end. Also, im Prinzip, als Resümee kann man sagen, die Taktik klassisch, versuchen sich aus dem Ärger rauszuhalten. Über die weiteste Distanz des Rennens einfach versuchen, ein sauberes Rennen zu fahren, keep your fenders clean, ja, und in einer Position zu sein, dass es am Schluss funktionieren kann. Tommy Baldwin, das ist der Teamchef von Baldwin Racing, der gleichzeitig Spotter oben ist. Die haben so wenig Kohle, dass der diesen Job quasi mitmacht. Dem gehört das Auto von Dave Blaney, der jetzt, das hat er erklärt, eine Runde gefahren ist, um draußen zu bleiben, um den Punkt für die Lead Lap zu nehmen. Und der ist Stand jetzt, wenn das Rennen Lance nicht mehr angepfiffen wird, der Daytona 500-Sieger. Der erste Sieg für ihn überhaupt im Sprint Cup. Schau dir den Asphalt an. Ja, wie gesagt, das ist Flugbenzin. Der brennt anders als Rennbenzin oder normaler Benzin. Der ist heiß ohne Ende. Ja. Der brennt dir die Oberfläche weg. Also der Truckfahrer ist im Klinikum, wird untersucht, aber er ist davon gegangen, sagen wir es mal so. Geschockt, aber auf eigenen Füßen. Tommy Baldwin, den wir gerade gehört haben, der da an den TV-Schirmen, den Mobilen der TV-Kollegen schaut, um da informiert zu bleiben. Hier stehen die Autos, das ist aus dem iPhone fotografiert, die stehenden Autos, die bei Start und Ziel abgelichtet wurden. Das Brad Keselowski hat sein Telefon im Auto und hat aus dem Auto getwittert. So viel das ist zum die Thema neue Fahrergeneration, oder? Physisch und anstrengend. Er geht mit dem Handy ab ins Rennen. Wir reden hier von Gewichten von 1500, 1600 Kilo für so ein Auto. Und jeder würde alles, was er nicht braucht, nicht mit ins Auto nehmen. Da geht es um 300 Gramm und der hat ein iPhone dabei. Herr Schulze, meine Wenigkeit fallen vom Glauben ja, ab. Das ist echt der Hammer. Hammer. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Piloten der Formel 1 haben auch in der Regel Uhren an. Die wiegen ja auch 150, 180 Gramm. Ja. Ja. Aber ja, nimm mal so einen Rapper in so ein Auto rein, der wiegt